in die Luft. Und das ganze Thema, was alle meine Vorredner eigentlich hatten, war, wie kriegen wir die sehr fluktuierenden erneuerbare Erzeugung ins Netz? Und eine Lösung wäre vielleicht, wir schauen mal, ob es nicht erneuerbare Erzeugung gibt, die nicht so sehr fluktuiert. Mehr sage ich nicht. Ich würde erstmal um das Video bitten. Und ja, danach verstehe ich ein bisschen mehr, wovon ich reden möchte. Präsident der Europäischen Interessenvereinigung für Flugwindkraftanlagen. Es gibt insgesamt 20 Firmen weltweit, die sich damit beschäftigen. Nun, wir haben es gehört, die Herausforderungen, die sind für uns heute Erneuerbare günstig und zuverlässig wie Fossile zu bekommen, aber eben auch zuverlässig und die unseren Bedarf leisten können, dabei natürlich umweltfreundlich sind. Und Flugwindkraftanlagen können dabei, denke ich, alle
alle diese Voraussetzungen erfüllen. Einmal sind sie sehr günstig, werden sie hoffentlich irgendwann mal sein in der Zukunft, wenn sie ausentwickelt sind. Aber vor allem noch wichtiger, denn wir haben gehört, über Preis wurde kaum heute gesprochen, sondern vielmehr über, wie können wir dieses fluktuierende Angebot nutzen. Sind sie sicher? Einmal hoffentlich sicher, weil sie nicht abstürzen. Aber vor allem, sie bieten eine sichere Energieversorgung, weil sie einfach über einen sehr hohen Capacity-Faktor verfügen, also die meiste Zeit im Jahr tatsächlich Energie leisten, Energie erzeugen. Dazu sind sie noch unglaublich nachhaltig, einfach weil sie mit wahnsinnig verringertem Ressourcenbedarf, also verbrauchen nur 5% der Ressourcen von Windrädern, die aber auch schon sehr gut sind, und natürlich skalierbar, sodass wir tatsächlich eine Energieerzeugung im großen Stil damit bringen können. Wie soll das alles funktionieren und wo haben wir unsere kleine, wo zaubern wir? Vielleicht, wenn Sie sich dieses linke Bild anschauen, das ist eine Deutschlandkarte, Norddeutschland, Mitteldeutschland und die guten Windgebiete. Das wir haben eingezeichnet ab 350 Watt, das ist dann blau und auf 100 Meter Höhe. Nun, keine Überraschung, die guten Windgebiete in Deutschland, die sind an der Küste, die sind in Schleswig-Holstein, die sind in Mecklenburg-Vorpommern und wir sind hier in Magdeburg. Sie sehen, da ist nichts blau. Wir müssen einfach nur 100 Meter höher gehen und da sieht die Deutschlandkarte so aus. Ganz Sachsen-Anhalt hat Wind wie an der Nordseeküste. Der Harz ist die einzige Ausnahme, da ist es doch durch die bergige und waldige Gegend, selbst in 200 Metern, noch nicht so windig wie an der Nordseeküste. Aber ansonsten können wir natürlich einerseits lange Trassen bauen oder aber ein bisschen höher gehen, wo der Wind einfach viel stärker ist. Sie sehen hier nochmal die Windstärken auf dieser Linie. Das geht noch weiter, die Linie bis nach Irland. Und Sie sehen überall auf 200 Meter deutlich mehr Wind als auf 100 Meter der normalen Nabenhöhe, die Windräder bislang hatten. Das Ganze wird noch schöner, wenn Sie auf 300 Meter, 400 Meter gehen. Und dafür gibt es aktuell noch keine Windkarten. Deshalb kann ich Ihnen nur die 200 Meter zeigen. Und wie können wir Wind auf 200 Meter Höhe überhaupt nutzen? Dazu müssen Sie tatsächlich in die Luft gehen. Sie können natürlich versuchen, einen 200 Meter hohen Turm auch zu bauen. Aktuell gibt es Türme, die sind 159, ist glaube ich der Rekord hoch. Aber das wird sehr, sehr, sehr teuer. Oder aber Sie nutzen einfach moderne Technologie, Regungstechnik, die auch in Drohnen verwendet wird, wo sie eben stabil fliegen können mit sehr aktuellen Sensoren, mit Hightech. Also das ist ein fliegender Roboter, den wir hier bauen. Und dann brauchen wir nur noch ein Seil, ein dünnes Seil. Und diesen ganzen Rest des Bauwerks können Sie sich sparen. Entsprechend sparen Sie eben, Sie haben noch 1% Material beim Seil, 1 Promille beim Fundament und so weiter. Insgesamt haben Sie 10% des Materialaufwands bei gleicher Leistung. Und wenn Sie dann noch sagen, wir kommen aber wegen des besseren Windes auf doppelte Energieausbeute mit der gleichen Leistung, haben Sie damit eben nur noch 5% der Materialien, die Sie brauchen, um die Energie zu erzeugen. Nochmal, wie funktioniert es? Im Video haben Sie es vielleicht nochmal kurz gesehen, aber das ist keine Zauberei. Wir nutzen die mechanische Windenergie, um an diesem Flügel zu ziehen. Wie ein Drachen, wie ein Kitesurfer können Sie sich das vorstellen. Da wird auch die Windenergie genutzt, um diesen Kitesurfer durchs Wasser zu ziehen. Nun, wir wollen nicht im Wasser ziehen, deshalb nehmen wir das Seil und wickeln das über eine Trommel. Wenn nun an dem Seil gezogen wird, entsteht da Kraft an der Trommel und das Seil wird abgewickelt und sieht die Trommel und an der Trommel hängt ein Generator. Das ist mehr oder weniger die gleiche Drehbewegung, die Sie ansonsten vom Windrad kennen. Und alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, das Seil hat auch ein Ende. Irgendwann
wenn Sie das ausgerollt haben, gehen Sie in Sturzflug, ziehen das Seil kurz ein und der Zyklus kann von vorne beginnen. Sie müssen auch irgendwie starten und landen. Das machen wir mit dieser Drehbewegung. Das ist ein technisches Detail. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Soweit die Theorie. Wie sieht die Praxis aus? Ja, das ist nicht alles nur PowerPoint-Präsentation. Das gibt es auch in Wirklichkeit und zwar schon einige Jahre. 2011 hat die Firma Einerkalt angefangen, viele andere auch weltweit und erstmal mit einem Softflügel, eben wie bei den Kitesurfern, sehr zu empfehlen, falls Sie am Anfang sind der Firma, weil wenn der mal abstürzt, dann können Sie den nähen oder es passiert gar nichts. Mittlerweile sind wir weiter. Es ist ein fester, starrer Flügel, der eben auf diesem Dreharm montiert ist. Der sollte jetzt nicht mehr abstürzen, der ist aus Carbon und kostet ein paar hunderttausend inklusive Fertigung. Und der wird aktuell erprobt auf einem 30 Kilowatt System. Die Zukunft, die sieht so aus, dass ein erstes Produkt im Bereich die EK 200 im Bereich 100 Kilowatt sein wird. Wir nennen das absichtlich 200, weil wir damit klar machen, wir produzieren so viel wie eine 200 Kilowatt Anlage. Also ein relativ kleines Produkt, aber die Zukunft kann auch durchaus in Größenordnung von heutigen Windrädern gehen, der 2 Megawatt Anlage. Hier haben wir nochmal die Größenordnung vorgestellt. Wie sieht es aus mit der Höhe? Also wir fliegen mit der EK 200 ungefähr auf 200 Meter Höhe, also höher als die, ja, oder wie die Blattspitzen von modernen großen Windrädern. Aber unser Komponent ist eben hier die 100 oder 200 Kilowatt Anlage. Die kommt auf 30 bis 50 Meter Nabenhöhe und da herrscht eben ein komplett anderer Wind. Das erste Produkt ist recht klein, wie gesagt 100 Kilowatt, nichtsdestotrotz, damit können Sie im Jahr 200.000 Liter Diesel, wenn Sie eben nur einen Diesel-Off-Grid-Generator haben, ersetzen. Also durchaus lohnenswert. Zwei Punkte, die hier ein bisschen kompliziert dargestellt sind, nochmal. Wir machen zwei Sachen in diesem Zaubertrick. Nachhaltige Energie oder dauerhafte Energieerzeugung zu ermöglichen. Einmal, wir gehen in die Höhe, damit haben wir den stärkeren Wind. Das ist hier die Windverteilung auf niedriger Höhe. Sie haben also oftmals wenig Wind oder gar keinen. Und der ist ja auf höherer Höhe, also Sie haben hier eine schöne Windstärke, da freut man sich über 10 Meter pro Sekunde. Sehen Sie hier, haben Sie eben ja, ein Vielfaches des Angebotes. Und gleichzeitig machen wir noch etwas anderes, das ist die Power Curve der Windanlage. Beim normalen Windrad ist eben die volle Nennleistung ja, irgendwo zwischen 11 und 15, je nachdem, ob sie für stark oder schwach ausgelegt ist. Und da können wir auch runtergehen, einfach weil wir können, dadurch, dass wir so leicht gebaut sind, eben ein bisschen einen größeren Flügel nehmen. Der kostet uns nicht viel. Der verbraucht kaum Material. Und damit haben wir schon mit 7, 8 Meter pro Sekunde unsere Nennwindgeschwindigkeit, sodass wir sehr viel mit voller Leistung produzieren. So, das, Entschuldigung, die technischen Details. Was bringt uns das? So sieht der Strom aus, den wir damit erzeugen. Das ist ein Jahr und wir vergleichen oben Solar, hier normale Windräder und unten Enerkalt. Und das ist das Jahr, die 365 Tage des Jahres und hier geht es um 0 Uhr los und jeder einzelne Tag ist hier durchsimuliert. Nun keine Überraschung, um Mitternacht ist hier die Solareinspeisung 0, also schwarz. Im Sommer, wenn es richtig schön ist, knallt, können Sie auch 100%, aber im Schnitt haben Sie eben 12% Ihrer möglichen Vollleistung, die Ihre Anlage leisten könnte, wenn Sie mit 100% durch Sie arbeiten. Wind sieht schon deutlich besser aus, haben Sie 35% und natürlich viel chaotischer,
Auch nachts weht der Wind, aber er weht eben nicht immer. Und wir haben ja gerade gesehen, das Problem ist eigentlich überall, wo es nicht orange ist. Da müssen Sie entweder mit Netzertüchtigung arbeiten oder eben mit Speichersystemen. Und Sie sehen, das Problem gibt es eben unten immer noch. Es ist nicht alles orange, aber es ist doch deutlich mehr orange. Mit 75% volle Vollleitstunden im Jahr. Das ist eigentlich nochmal fast die identische Aussage, aber nochmal ein bisschen weniger grafisch, aber nochmal konkret gezeigt. Das ist die Anzahl der Jahresstunden. Und hier ist ungefähr die Hälfte. Also Sie haben ein bisschen natürlich 100% Leistung, aber bis zur Hälfte haben Sie 90% Ihrer Leistung. Ja, hier hören wir auch auf. Also selbst in der Höhe gibt es auch mal Flaute. Wir kommen nie auf 100%. Aber wenn wir das mit Wind und Solar vergleichen, wir sehen, das ist die Problemlösung, die Flugwindkraftanlagen zum Thema Netzstabilität und Netzausbau bieten können. Wir werden also niemals dort sein wie die Kohle oder wie ein Dieselgenerator, den Sie einfach immer an- und ausschalten können und damit eben ständig erzeugen können. Aber wir kommen hier in die Richtung und sind eben deutlich besser als erneuerbaren Komponenten und das Ganze natürlich noch zu günstigen Preisen. Das ist ein Wettbewerber, der eigentlich nicht unsere Zeit bedarf. Das ist auch interessant, ein anderer Wettbewerber, insofern als das hier von Google finanziert ist. Das ist aktuell der Weltmarktführer in unserer Technologie. Die Gründer von Google haben das vor 10 Jahren erkannt, dass das eine Lösung sein kann, haben da ja, für die kleines Geld, ein paar hundert Millionen wohl investiert. Und diese Firma ist die erste, die schon einen 600 Kilowatt Prototyp aktuell gebaut hat. Der ist seit einigen Wochen, kann man den Flug im Netz sehen. Zurück zur Enerkite. Also wir haben gesagt, wir sind quasi grundlastfähig. Wir sind mit den kleinen Anlagen mobil und wir können für die kleinen Anlagen, für Off-Grid-Systeme hohe günstigen Strom im Vergleich zu den Wettbewerbern liefern. Unsere Einstiegsmärkte, und jetzt kommen wir zum Thema, für wen könnte das interessant sein? Natürlich sind wir noch nicht so weit wie die Windräder, die eben schon ausentwickelt sind. Aber ein sehr interessanter Bereich ist der Bergbau, wo eben tatsächlich kein Stromanschluss besteht. Da muss mit Diesel gearbeitet werden und da können wir günstiger produzieren, auch mit den ersten Anlagen. Gleiches gilt für Inselnetze. Hier gibt es keine Inseln in Sachsen-Anhalt, aber Landwirtschaft. Soweit es da mit der Stromversorgung gibt es Möglichkeiten, eben tatsächlich 100 Kilowatt Anlage könnten größerer landwirtschaftlicher Betrieb sein. E-Mobilität, das ist ein sehr interessantes Thema auch, die wird kommen, vielleicht ziemlich zeitgleich mit der Ehrgeiz. Und da stellt sich nochmal die Frage, wenn, wir hatten vorher das Beispiel, 5 Leute möchten in der Straße ihr E-Auto aufladen, aber was passiert, wenn ein paar Tausend auf dem Weg in den Urlaub sind, am Samstag, wenn es die Urlaubszeit beginnt und irgendwo auf der Autobahn, wo es sonst eigentlich nichts gibt, mal aufladen möchten, in kürzester Zeit. Gleiches Wasserbetriebe sind auch interessante Themen. Ich gehe hier mal ein bisschen durch. Der einzige Nachteil von Enerkite, den wir sehen, ist, sie braucht ein bisschen mehr Platz als für so Windrad. Denn Windrad, das steht eben da und ja, das steht da. Wir stehen nicht da, sondern je nachdem, wo der Wind weht, fliegen wir eben in eine andere Richtung. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. 400, 500 Meter zur Anlage. Und ja, Platz, da sind wir eigentlich auch schon in Sachsen-Anhalt. Das würde ich sagen, ist einer der Standortvorteile, der vielleicht zu einem guten Match führen würde von Sachsen-Anhalt und Flugwindkraftanlagen. Denn natürlich gibt es hier mehr Platz als im Schnitt der Republik. Und wir haben das ausgerechnet tatsächlich. Es gibt eine Studie vom Fraunhofer IMES,
die für Flugwindkraftanlagen geschaut hat, wie viel Platz gibt es tatsächlich in Deutschland konkret, wo gibt es Flächen und Sachsen-Anhalt 6,4% wären geeignet für diese Anlagen und damit könnten sie nochmal, wenn das voll gebaut werden würde, ein Vielfaches der gesamten Energieerzeugung für das Land bringen. Hier nochmal ein schöner Größenvergleich. Das ist der heutige Prototyp. Wir dürfen nicht vergessen, wie Windenergie aussieht. Das sind massive Anlagen. Und dennoch steht hier Genehmigung als Stichwort und da kommt auch die Politik ins Spiel. Es ist so, dass wir dafür natürlich noch gar keine Gesetze haben, denn es gibt diese Technologie noch nicht. Also die Frage, wo darf man überhaupt so ein Flugkraftwerk aufstellen, ist eine Frage, die nicht beantwortet ist. Die kann nur mit Unterstützung der Politik beantwortet werden. Von daher, vielleicht wäre das auch an die Politik hier im Raum eine interessante Fragestellung. Wir haben ein Team, ich gehe mal ein bisschen hier durch, von Enerkite, wie gesagt, es sind ungefähr 10 Mitarbeiter, viele Partner und so als letzte Folie eben die Frage, ja, gibt es EVUs, die hier Interesse haben? Sie haben es vielleicht auch in der Zeitung gelesen, E.ON hat aktuell, ist sehr stark in die Technologie eingestiegen, die glauben daran, dass das die Zukunft der Windkraft sein kann. Und haben schon mit 2 Unternehmen Kooperationen vereinbart. Vielleicht gibt es auch eben hier unter den Beteiligten Interesse. Ja, damit möchte ich abschließen und danke für Ihr Interesse.